Ja, hallo, erstmal herzlich willkommen zu unserem weiteren Vlog, zu unserer Gutshausruine. Wie man auf den Bildern erkennen kann, haben wir einen kaputten Boden vorgefunden. Da waren also erst Spanplatten, dann Bretter und unter den Brettern waren dann Balken und jede Menge Sand und das mussten wir erstmal alles entfernen. Hier kann man die Gewölbestruktur ganz gut erkennen. Das ist also ein flaches Kreuzgewölbe und die Balken lagen eben rechts und links auf und wurden in der Mitte teilweise noch unterstützt und waren wie gesagt auch eingebettet im Sand. Das haben wir mehr oder weniger in allen Räumen vorgefunden. Hier ist also jetzt die Diele, wo man es auch sehr gut erkennen kann. Da war auch jede Menge Hausschwamm drin, deswegen haben wir also hier uns auch entschlossen, erstmal alles rauszureißen. Das gleiche ging nachher auch bei den Wänden los. Da war teilweise Fachwerk, was auch angegammelt war, und es war sogar im Lehmputz Hausschwamm, sodass wir uns dann entschieden haben, ja, alles zu erneuern, sogar die Wände. Das hatten wir eigentlich anfangs gar nicht geplant. Ja, hier nochmal Blick auf das Gewölbe. Darunter ist also im Keller der Flur. Und ja, hier kann man teilweise nochmal Bauschäden sehen. Ja, in dem ganz großen Raum hier war sogar in der Mitte gar kein Boden. Kann man vielleicht erkennen, da liegen ein paar Bretter über den Balken. Und hinten im Anbau ist dann eine Betondecke eingezogen worden. Ja, und dann war eben die Frage, was machen wir denn da jetzt? Wie können wir da jetzt einen Boden machen? Und dann sind wir auf etwas gestoßen, eine Einhängedecke, die man nicht unterjochen muss. Das waren Stahlträger unten mit Beton, wo dann Styropor eingehängt wird. Und das hat den riesen Vorteil, dass wir gleichzeitig eine Wärmedämmung haben. Eine sehr leichte Decke, die wie gesagt nicht unterjocht werden muss. Ist ganz einfach zu handhaben, so ein bisschen wie Lego. Die Styroporblöcke haben also sowas wie Nut und Feder in Form von so Rundungen. Kann man hier ganz gut erkennen. Und die Stahlträger waren auch nicht so schwer, die konnte man gut hin und her schieben. Hier wurde dann Bauschaum benutzt, um eben eine Abdichtung herzustellen, weil wenn man dann nachher Beton eingießt, würde das eventuell ja an diesen Stellen durchfließen. Ja, dann war noch wichtig, dass wir das an den Rändern so aufmauern, dass das Gewölbe nicht belastet wird. Da mussten also einige Zentimeter Luft drunter sein. Die Styroporlaschen gingen auch, ich nenne es mal bündig, über die und unter die Träger, sodass da sich auch kein Tauwasser bildet, also sehr ausgeklügelt. Rund um das Graue an den Wänden, das war eine Dämmung 2 cm dick, so ein Randstreifen, wie man ihn kennt. Und ja, jetzt hier der Mitarbeiter markiert also jetzt hier, wo eine Aussparung gemacht werden muss. Ich habe also zwischendurch mit ihm gesprochen, was er da jetzt macht. Und ja, hat er mir eben erklärt, dass hier das nicht genau bis zum Ende gehen muss, sondern muss 8 cm auf der Mauer aufliegen, damit der Beton eben auch auf die Mauer läuft und eben es so eine kraftschlüssige Verbindung gibt. Und hier an der Stelle muss der jetzt den Streifen abschneiden, weil der ja sonst auf der Mauer da aufläuft oder den Träger anheben würde. Diese Streifen waren immer rund 3 cm dick und jetzt haben wir hier so eine Styroporsäge gekauft. Und mit dieser Styroporsäge konnte man also ganz einfach und sauber die Blöcke zerschneiden oder auch wie er das jetzt hier macht, eben so einen kleinen Ausschnitt machen, wo er nur so ein kleines Styroporbrettchen rausnimmt. Ja, es ist natürlich auch relativ viel Müll, sage ich mal, dadurch entstanden, aber der lässt sich ja auch relativ einfach entsorgen. Und wie gesagt, was mir besonders gut bei der Decke gefallen hat, ist eben, dass sie auch gleichzeitig eine Wärmedämmung darstellt nach unten. Und wir mussten also oder konnten dann eben so auch das Gewölbe drin lassen. Und da waren ja vorher, ich sag mal, in jedem Raum 8 bis 10 Tonnen Sand drunter und die Belastung war nicht mehr da. Ja, oben auf wird dann nochmal eine Stahlmatte gelegt. Die muss man dann natürlich noch so verzwirbeln, ne? Rödeln heißt das, glaube ich.
Und dann wird da eben Beton aufgegossen. Das sind ungefähr 100 Liter pro Quadratmeter gewesen, je nachdem natürlich, wie viel da an den Rand geht. Hier sieht man die Hovidecke von unten, weil wir auch kontrolliert haben, ob da was durchläuft. Also da lief immer nur ein bisschen, ein paar Tropfen Wasser durch. Und hier macht der Mitarbeiter das eben auch glatt. Wir haben also einige Räume von Hand aufgefüllt, um mal zu gucken, wie das geht. Jetzt für so einen rund 15 Quadratmeter Raum gehen ja 1,5 Kubikmeter rein und dafür haben die so gut 1,5 Stunden gebraucht. Wir haben dann auch eine Fachfirma geholt, die das mit einer Pumpe gemacht hat. Das ging deutlich schneller, war aber insgesamt auch unsauberer. Also hier, die Arbeiter hier haben das also, sage ich mal, wie gesagt, von Hand eingebracht und alles von Hand verteilt und haben es eigentlich sehr schön glatt gezogen. Und wie das immer so ist, der Estrichleger hat dann gesagt, nee, das ist alles hier nicht ganz so, wie es sein soll und wir machen das viel besser. Hat sich nachher aber herausgestellt, dass es eben nicht viel besser war. Also im Nachhinein war ich mit dieser Methode, die eben natürlich so gesehen teurer war, weil es länger gedauert hat, aber die haben das wirklich sehr schön abgezogen. Da war, wie gesagt, das Gefälle war nicht immer astrein, aber es war eben so glatt, dass man da auch eine Fußbodenheizung auflegen kann, während der Estrichleger da Buckel drin hatte und Senkungen und an einigen Stellen an den Türen war das buckelig und das musste dann alles wieder abgeschliffen werden und ja, hat ziemlich viel Ärger gegeben deswegen. Und ja, die kann man natürlich sehen, dass zwei Mann haben immer daran gearbeitet, Beton herzustellen. Einer hat abgezogen und das sieht man gleich noch in einem anderen Video. Da war noch ein vierter Bauhelfer, ein älterer Herr, der Papa war dabei, der hat das dann mit einer Rüttelflasche immer alles so abgerüttelt. Ne? Hier kann man das sehen, da hat er so einen Schlauch mit Metallende und dann wird das in Vibration versetzt, sodass dieser flüssige Beton sich wirklich in jede kleine Ecke, jede Ritze hineinbewegt. Aber war natürlich eine mühsame Sache. Da der Raum da ist jetzt größer, der war über 30 Quadratmeter, haben die also auch über 3 Stunden gebraucht. Die haben also insgesamt für die 45 Quadratmeter dann mit allem Drum und Dran haben die da den ganzen Tag für gebraucht. Das Legen der Hobbydecke geht eigentlich relativ schnell, kann ich auch Laien empfehlen. Wird ein Verlegeplan geliefert. Es sind wie gesagt Bauingenieure, es sind jetzt nicht irgendwelche Verkäufer, es sind Bauingenieure, die es entwickelt haben. Man kriegt das auch, wenn man will, mit Bimsstein. Ich habe mich jetzt, wie gesagt, für die Styropor-Variante entschlossen, weil das alles so ein bisschen, ich sag mal, nach DIN-Norm bekannter ist, was den Dämmgrad angeht und die Tragfähigkeit. Hier kann man eben einen der Bauhelfer sehen, der hier gut gelaunt den Beton anmischt. Verhältnis, wie man es kennt, ist so ein Teil Beton, drei Teile Sand. Ziemlich viel Wasser hier, da hat der Estrichleger auch natürlich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, aber nachher hat er selber gesehen, das geht nicht, wenn das nur so wie so ein Brei oder Quark ist, das muss schon eher wie ein Joghurt sein, also total flüssig. Ja, und da wir natürlich hier nicht über das Gewölbe laufen konnten mit Schubkarren, über ein Kreuzgewölbe, musste man also erstmal ein Podest einbauen, das war auch total aufwendig. Dann musste er hier durch das halbe Haus rennen. Und hat dann, wie gesagt, Schubkarre für Schubkarre in den Raum eingebracht. Ne? Hier kommt jetzt, wie gesagt, der Papa wieder, nimmt diese Rüttelflasche da, dieses Vibrationsgerät. Und ja, so hat das gut funktioniert. Ne? Also mit drei, vier Mann kann man es ganz gut bewerkstelligen. Und hat wunderbar geklappt. Ich kann es, wie gesagt, wärmstens empfehlen. Wer wissen will, wo es diese Decke gibt, der kann das bei mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich kann das dann gerne da auch reinschreiben. Ich will ja jetzt hier keine Werbung machen, aber es ist der einzige Hersteller, der mir bekannt war, zumindest in Deutschland, vielleicht sogar Europa oder weltweit, weiß ich nicht. Und wir haben uns, wie gesagt, dafür entschieden, Einhängedecken gibt es ja viele als Ziegel- oder Beton-Einhängedecken, aber in dieser Form, Leichtbau, den man nicht unterjochen muss, gab es wirklich nur einen einzigen Hersteller. Alle anderen haben abgewunken, haben gesagt, nee, da müssen sie durch das Gewölbe Löcher machen und dann da Bauspreizen reinstellen, ne, hier diese Drehstreifen.
Ja, da muss man natürlich ein, zwei Tage dafür sorgen, dass das nicht zu schnell austrocknet. Hier macht also einer der Bauhelfer das mit der Gießkanne. Hier sieht man im Grunde genommen nochmal so ein Vorher-Nachher-Bild. Also die Stahlträger mit Beton unten drunter, dann die Styroporteile. Hier der gleiche Raum dann ausgegossen. Da kann man auch am Anfang noch sehr schön sehen, wo die Stahlträger sind. Ne? Da sieht man so farblich die Veränderung ganz gut. Ja, das war es im Prinzip. Wie gesagt, wenn ihr da Interesse dran habt, mal zu wissen, von wem das kommt, gerne in die Kommentare reinschreiben. Und ansonsten hoffe ich, dass ich hiermit sozusagen auch einen kleinen Beitrag leisten konnte und erklären konnte, wie man sowas macht. Und ja, wie gesagt, wenn Fragen sind, gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.